Vitamin D3 und warum es so wichtig ist. Eine der wichtigsten Aufgaben des Vitamin D3 ist es, die Aufnahme von Kalzium in den Körper und in den Knochen zu unterstützen. Bei Vitamin D3-Mangel kann das Kalzium nicht vom Körper aufgenommen und in den Knochen eingebaut werden. Da das Kalzium jedoch auch ein wichtiges Mineral für die Muskel- und Herzfunktionen ist, wird es über ein Hormon, den sogenannten Parathormon, in sehr engen Grenzen reguliert. Das fehlende Kalzium wird nun aus dem größten Kalziumspeicher im Körper, dem Knochen, mobilisiert. Das führt auf Dauer zu einer Demineralisierung des Knochens, eine sogenannte Osteomalazie. Im Kindesalter ist dies unter dem Begriff Rachitis oder auch englische Krankheit bekannt. Unser heutiger Lebensstil mit Schutz vor der Sonne und dem Einsatz von Sunblockern verhindert die natürliche Bildung von Vitamin D über die Haut. Das kann auch durch Nahrungsmittel nicht ausreichend kompensiert werden. Eine Ausnahme bilden tatsächlich die skandinavischen Länder, bei denen traditionell täglich so viel Fisch konsumiert wird, dass dies zu einer ausreichenden natürlichen Vitamin D-Versorgung reicht. Mit 500 Gramm Hering wäre der tägliche Bedarf an Vitamin D gedeckt. Da in Deutschland in allen Altersgruppen die natürliche Vitamin D-Versorgung unzureichend ist, sollte meiner Meinung nach die Nahrungsergänzung mit Vitamin D abhängig vom Körpergewicht stattfinden. Als erwachsener Normalgewichtiger ist die Einnahme von 1000 bis 2000 Einheiten pro Tag sinnvoll. In Mangelsituationen können auch 20.000 Einheiten eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich beim Vitamin D um ein fettlösliches Vitamin handelt, welches mit fettreicher Kost aufgenommen werden sollte. Außerdem wird es im Körper gespeichert. Für die Osteoporosetherapie gilt, dass ein Vitamin D3-Mangel ausgeglichen werden sollte, bevor eine medikamentöse Therapie beginnt.